Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von uns. Wir sind schon seit 5 Uhr wach, ne? Du bist auch seit 5 Uhr wach, oder? Ja, Bernd hat den Knall gehört heute Nacht. Wusste Michaela hat den Knall nicht gehört. Ich habe den Knall nicht gehört. Hast du auf Facebook gefragt, wo der Knall herkam? Kein Helikopter und keinen weißen Transporter gesehen. Und bei mir hat die Morli, also die kann sich jetzt, die schläft ja direkt neben mir und dockt dann einfach an, wenn sie halt Hunger bekommt. Schläft sie nicht alleine? Nein, das hat sie noch nicht gelernt. Muss sie auch nicht, egal. Nein, muss sie nicht, sie darf bei uns schlafen. Wie die Natur das vorgesehen hat. Jedenfalls, ja, schläft sie bei mir und dockt sich an, wenn sie möchte und dockt sich ab, wenn sie möchte. Und ich schlafe eigentlich einfach weiter. Aber jetzt, wo sie immer mehr Kraft entwickelt und immer stärker wird, stößt sie sich halt so, wenn ich, also wir liegen Bauch an Bauch auf der Seite und wenn ich halt meine Beine angewickelt habe, stößt sie sich mit ihren Beinen. Mhm. Da guckt einer hier, also der krabbelt auf dem Autodach rum und guckt hier fast in unser Fenster rein. Ich kenne das. Sie macht das jede Nacht bei mir. Jedenfalls stößt sie sich dann bei mir an den Beinen ab. Dann hat sie voll Spaß daran, dass sie halt hoch ist, aber dann kann sie nicht mehr trinken. Dann sucht sie aufgeregt, die Zitze findet sie nicht. Dann ziehe ich sie wieder runter, aber dann hat sie wieder Spaß, sich abzustoßen. Und das die ganze Nacht. Und mit Beine lang kann ich nicht schlafen. Also nicht die ganze Nacht, aber so ab 2 Uhr immer mal wieder und dann ab 5 Uhr bin ich eigentlich wach. Und jetzt, wo ich dann aufgestanden bin, völlig entnervt, Bernd auch. Bernd ist mit dem Hund rausgegangen und ich bin völlig entnervt duschen gegangen. Jetzt schläft sie tief und fest. Ja, Platz in dem. Ja, jetzt hat sie Platz in unserem 2,80 Meter Familienbett, genau. Ja. Hast du aber eingepackt, ne? Nicht, dass du da rausgehen kannst. Ja, klar ist sie eingepackt. Die hat ja auch diese Seitenabtrennung da, das Beistellbett. Ja, Bernd hat schon Kaffee gemacht, der hat schon die Spülmaschine ausgeräumt. Da mussten wir hier dieses Salz nachfüllen, das hat der Bernd auch gemacht, denn ich kriege immer dieses Drehding nicht auf. Drehst du immer falsch rum? Nein, wo ist das? Hier für das Salz, genau, das ist da hinten drin. Da setzt sich immer das Salz ab und trocknet an und dann kann man das ganz, ganz schwer aufdrehen. Bernd hat das jetzt im Wasser eingelegt, damit sich das ganze Salz mal löst und dann funktioniert das hoffentlich wieder. Dann kann ich das ja hier wieder wegräumen. Das Salz und Klarspüler hatte ich auch aufgefüllt. Nehmen wir das mal mit. Ja, so ist das. Bernd war ganz fleißig. Danke. Ich weiß. Ich habe auch nicht das Gegenteil behauptet. So, in unseren Vorratsschrank hier rein. Wieder. Und ich habe hier heute zu tun, frische Wäsche verräumen in die Schränke und Wäsche waschen und sowas alles. Aber das machen wir nachher. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Ich habe gestern noch ein Dinkelbrot gebacken. Das ist von Chefkoch das Rezept. Das ist ganz einfach. Das ist einfach 1 Kilo Dinkelmehl, 10,50, 500 Milliliter Wasser, Hefe, einen Würfel, Salz und Zucker ein bisschen und fertig. Und hier mache ich gerade noch einen Toast. Genau, der backt jetzt auch. Und dann kann ich die heute Abend direkt schneiden. Deswegen habe ich schon mal die Brotschneidemaschine rausgeholt. Und ansonsten hat die Maus, dafür, dass du heute Nacht so schlecht geschlafen hast, jetzt ganz gut geschlafen. Ja? 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 Hast du ganz gut geschlafen? Und dann habe ich hier schon ganz schön viel geschafft. Ja, jetzt strampelst du, ne? Jetzt strampelst du. Oh. Du hast so tolles Spielzeug. Über alles was zu entdecken, ne? Mal knistert es. Mal klingelt es. Oder bellt, was auch immer. Da erschrecke ich mich immer, wenn ich da drauf komme. Ja? Super. Genau, und der Bernd hat nachher frei um 13 Uhr. Dann geht er mit dem Calvino einkaufen. Wenn Calvino Schulschluss hat. Und dann drehe ich auch wieder ein Food Haul für euch. Ja? Ja? Kannst du schon greifen? Calvino guckt ein bisschen Formel 1.
Ich habe gerade Pause. Das sind die, halt die Geräusche, diese Rennautogeräusche im Hintergrund. Ja, Molly. Sie hat gerade zum ersten Mal gegriffen. Da war die Mama ganz ergriffen. Ja, dann hast du ein bisschen schon damit gespielt, ne? Ich kann noch gar nicht bewusst damit spielen. Nein, aber sie hat es wieder genommen und schielt es jetzt an. ja, wir hatten jetzt gerade, während ich habe telefoniert, ich habe gesagt, ich komme mit in die Metro einkaufen. Warum ist es so dunkel? Why is it so dunkel? Einfach damit wir mal rauskommen, ne, Molly? Ist nämlich doch recht öde im Lockdown. Calvino kommt auch mit. Und ja, jetzt frühstücken wir. Also ich, Calvino macht Homeschooling. Wow, das ist aber schön geworden, das Toastbrot. Das letzte war so richtig eingefallen. Das war wie so ein M von vorne zu sehen. Und das ist richtig schön geworden. Ja, das kann jetzt abkühlen. Und wenn ich dann nachher wiederkomme von der Metro und den Food Hall und alles gedreht habe, dann kann ich das schneiden. Oder Bernd. Ich war gerade mit Smurfy draußen. Und die Maus, die war ganz müde. Jetzt macht sie Mausegeräusche. Jetzt natürlich nicht. Die süße Maus. Während ich spazieren war, hat der Calvino schon alles geplant für Ungarn. Er wollte sich auch einen Garten anbauen. Also wir machen ja sowieso groß viel Selbstversorgung dann dort. Und Calvino mag halt auch total so Pflanzen anbauen, ne? Was wolltest du alles anbauen? Hast schon aufgezeichnet, ne? Tomaten, Zucker, Erbsen, Kartoffeln, Salat, Bäume, ja. Baum, Kirschbaum. Genau, der wollte sich selber auch so ein kleines Feld machen, wo er dann selber werkeln kann und ausprobieren kann. Du probierst doch bestimmt auch mal Sachen aus dann, ne? Ja, ich würde ganz gerne pinke Erdbeeren züchten. Ja, wir versuchen das alles. Wir hatten schon mal Erdbeeren, die hießen Ananas-Erdbeeren. Die waren weiß mit roten Punkten. Vielleicht kann man da irgendwie drauf aufbauen. Das wäre schön, ne? Mhm. So, und ich habe jetzt noch nicht zu Ende gegessen, weil der Smurfy hatte sich gemeldet, da war ich erst raus. Jetzt mache ich mir noch mein anderes Brot mit Löwenzahnsirup. Mein Honigersatz. Wie züchtet man eigentlich Pflanzen? Man macht zwei Samen nebeneinander und... So genau weiß ich es auch nicht, aber bei Äpfeln zum Beispiel, wenn du einen jungen Apfelbaumstamm hast, kannst du den so schräg anschneiden, sage ich jetzt mal Elsterapfel. Mhm. Und dann kannst du von einem anderen Apfelbaum den Ast auch so schräg anschneiden, von einer anderen Sorte Apfel und machst den so fest da drauf, bindest die ganz fest zusammen. Und dann wachsen die zusammen, dann sind die veredelt, heißt das. Mhm. Und dann wächst da irgendwie eine Mischung raus, aber so ganz genau bin ich mir auch nicht sicher. Oh, man hat gar nicht gesehen, mich hübschen, klugen Menschen. Das sind dann halt Bäume veredeln, das kann man glaube ich auch mit Kirschbäumen machen und Pflaumenbäume und so. Was ist, wenn man Kirschen und Äpfel kombiniert? Das kann man ja vielleicht mal ausprobieren. Oder vielleicht weiß das ja auch jemand, was dann ist. Ich weiß es nicht. Oder Google. Google weiß auch alles immer. Was wir dann aufpassen müssen, ist, dass wir nicht die Kleinbäume aus dem Bull rausziehen. Das machen wir. Da passen wir dann auf. Auf den Smurfy müssen wir sowieso aufpassen. Aber der Smurfy hat ja dann einen Hundefreund. Und dann spielt er immer mit dem. So, wir sind raus aus der Wohnung. Das fühlt sich falsch an. Man ist gar nicht mehr unterwegs, ne? Ich gehe ja nicht mal mehr einkaufen, das macht alles. Ich habe auch mit irgendwem eine Debatte gehabt. Ja. Von wegen, dass man bald alles nur machen kann, wenn du geimpft bist. Ja. Oder halt, wenn du dich testen lässt. Ne? Egal, jetzt ist doch egal. Das soll ja in dem Video nicht darum gehen. Ne? Wir fahren jetzt
Wir fahren jetzt weg. Wir sind raus von zu Hause, endlich nach Monaten. Man geht nirgendwo mehr hin. Und die Maus schläft. Und ich habe ihr gerade, sie hatte so ein bisschen Milchschorf und ich hatte ihr Babyöl drauf gemacht. Und ja, damit das halt weggeht, das sollte dann halt quasi in der Badewanne, mit, wenn ich es dann mit Shampoo wasche, weggehen, das Milchschorf-Zeug. Und dann habe ich das Bernd erzählt und er sagt, aber die Natur denkt sich doch bestimmt was dabei bei Milchschorf. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil er recht hat. Das ist ja nicht ohne Grund, ne? Ja. Das ist ja keine Krankheit, die sie da hat. Nein, das ist nicht schlimm. Nein, ja, ich weiß. Wäre auch eine Reaktion auf irgendeine Aktion, aber trotzdem ist ja nicht schlimm. Ja. Jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Es tut mir leid. Jetzt habe ich das versucht, mit dem Taschentuch so wegzumachen. Das Murphy leckt das ab. Ja, egal. Jedenfalls, sie wird ja, wenn sie gebadet wird, immer komplett ohne Shampoo, ohne alles im Wasser gewaschen. Heute ist Badetag, ja. Deswegen hat das ja so gut gepasst mit dem Schaum. Nein. So, und wir sind auf dem Weg in Schrebergarten zu Bernds Eltern und danach wollten wir in die Metro. Familienausflug im Lockdown. Metro einkaufen und Eltern besuchen. So, der Etty ist da hinten in seiner Kiste. Das war, ach so, wer hat gefurzt? Das wird der Etty gewesen sein. Nein, der schläft. Der schläft ganz fein da hinten. Wir haben auch Kinderwagen mit, dass wir den Maxi Cosi drauf machen. Der schläft, ich höre ihn atmen, schnarchen. Genau, wir haben Kinderwagen dabei, dass wir Maxi Cosi drauf machen können und wir haben das Tragetuch dabei. Wir sind für alle Eventualitäten gewappnet, gerüstet. Szent egyelőre a Pécsi, a Debreceni, a Szegedi, valamint a Budapesti Egyetemi Kórházi oltópontjai. Bernd hat ungarisches Radio angemacht. Calvino hört zu. Jedenfalls ist es voll Urlaubsfeeling gerade, weil wir das im Urlaub immer hören, das Radio. Bitte? Das ist die Molly von hier. Die kommt jetzt raus. Und zwar einmal meine Jacken und Schals und alles halten. Kannst du auch machen. Ja, ja klar. Super, ich nehme wieder. Ich muss die Molly ja nicht nehmen. Darf ich den Kinderwagen schieben? Ja, klar. Ja, ja, die ist gerade eben wach geworden, die Maus. Ja, schön heute, ne? Schönes Wetter, also zumindest kein Regen. Das ist ja schon schön. Wir sind ja nicht, nicht wählerisch. Etty, kommst du jetzt raus? Ja, ich kann auch das Körbchen nehmen. Mir ist egal. Aber Dackel sind doch nicht hässlich. Nein. Einfach nur so, um zu ärgern, meinte Bernd. Bitte? Sie wird jetzt geschüttelt, wenn sie jetzt A machen will, dann wird sie. Ja, aber Kinder mögen, wenn es wackelt und rüttelt. Ja, ja. Eigentlich. Geht's denn, Bernd? Ja, wir sind hier in einer Schrebergartenanlage, gell? Ja. Was für ein Netzwerk willst du auch? Moni, du hast gute Laune jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe. Aber unser Metro-Einkauf, der war ein Fail, ne? Ja, ein Fail, ja. Der Vlog abgebrochen. Jetzt haben wir hier gehault gerade. Metro Food Hall bekommt ihr zu sehen. Und ich wollte mich jetzt nur noch vom Vlog verabschieden, weil bei uns gibt es jetzt lecker Fladenbrotpizza. Wir haben alle mega Hunger, ne? Wir waren kurz davor... uns nein. Essen unterwegs holen? Nein? Nein. Doch, waren wir. Haben wir aber nicht gemacht, ne Molly? Haben wir nicht gemacht. Nur du, du hast unterwegs gegessen. Du hast unterwegs gegessen. Ja. Ja gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.